Der nächste Halt sollte meine unterdrückten Domino-Aggressionen allerdings nach außen bringen, da wir bei unserem ersten Schuldeneintreibungsopfer angekommen waren und ich Arthurs Fäuste argumentativ auf ihn niederregnen ließ. Gerade noch dabei, meinen trauten Hut wieder auf mein Haupt zu heben, werde ich des Raubüberfalles beschuldigt. Also mal ehrlich, wie pingelig kann man sein? Nur weil ich jemanden K.O. boxe und ihm sein Eigentum entwende, habe ich ihn ja noch lange nicht überfallen oder gar beraubt. Wo kommen wir denn dahin? Zur Logik und einem funktionierenden Rechtssystem? Weißt du, wie das enden kann? In Deutschland beispielsweise, wo es normal ist, dass man mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren muss, weil man seinen Autoführerschein verloren hat, weil man betrunken Fahrrad gefahren ist. Okay, ist ein bisschen ausgeufert, der Rant. Wir kehren mal zurück zum Geschehen, bei welchem ich den Augenzeugen mittlerweile aufgespürt und ihn mit Worten der Besänftigung umsabble. Seine eher taktlose Antwort, mich mit seinem Pengarillo zu bedrohen, fand ich natürlich alles andere als witzig und hauptsächlich geleitet von dem minütlich größer werdenden Verlangen, mal das Lasso zu schwingen, begab ich mich in meine Waffenauswahl. Arthur bewies mir sofort, dass er seine magischen Seilkünste nicht verlernt hatte und so wurde der vorlaute Augenzeuge an Ort und Stelle zusammengeschnürt sowie zurückgelassen. Ja, hoffen wir einfach mal, dass kein Zug kommt, wa?